Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, so habe ich meine 600 Videos ungefähr angefangen und ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich heute euch mitteilen möchte. Ja, ich habe lange überlegt, ich weiß nicht, wie ich euch genau die Nachricht verkünden soll. Es gibt eine gute, es gibt eine schlechte Nachricht. Ja, ich muss diese Werkstatt hier aufgeben. Ich kann das nicht mehr tragen. Und jetzt kommt es, warum, weshalb? Ganz einfach, ich habe eine neue Werkstatt gefunden. Yippie. Ich freue mich richtig. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht rumschreie hier. Ich freue mich richtig. Sorry, dass ich euch jetzt so ein bisschen auf die Folter gespannt habe. Aber ich dachte mir, das nutzt du aus. Ihr wisst ja, ich suche schon richtig, richtig lange, gefühlt seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren nach einer neuen Werkstatt. Ein bisschen übertrieben, aber so 1 Jahr schon. Und ich habe jetzt endlich eine neue Werkstatt gefunden. Die ist größer, sie ist besser. Und sie ist einfach nur geiler. Ne? Ich freue mich, dass sie größer ist, dass ich größere Projekte umsetzen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Werkstatt aufgeben muss. Weil 2 Werkstätten lohnen sich einfach nicht, kann ich nicht unterhalten finanziell. Und ist ja ganz klar, dass ich mich für die neue Werkstatt entschieden habe. Und es war auch gar nicht so einfach. Ich hatte ja im älteren Video erzählt gehabt, dass es erstmal so einen Videostopp hier gibt auf YouTube. Jetzt kann es endlich losgehen. Ich bin aus meinem Tiefschlaf quasi erwacht und jetzt können wir endlich loslegen mit richtig, richtig geilen Projekten. Und ich freue mich einfach, euch das zu verkünden. Ich zeige euch natürlich heute noch nicht die neue Werkstatt. Dazu werden es dann extra Videos geben. Wir werden vom ersten Rundgang, vom Besprechen, was wir da machen, also plane ich so, dass wir zusammen durchgehen, wie wir die Wände gestalten, warum, weshalb. Kommen wir nochmal drauf, wie wir den Boden machen, wie wir die Decke machen und. Ich will euch wirklich 1:1 mit einbeziehen, weil wenn ihr die Videos nicht gucken würdet, dann würde es das Ganze hier nicht geben. Und deswegen seid ihr sehr, sehr wichtig, dass ich euch dazu brauche. Genau. Und das heißt, jetzt werden hier, natürlich gibt es einen Umzug und so weiter. Wer helfen will, kann sich gerne melden. Ne? Wer aus der Nähe von Hannover kommt oder aus Leipzig, ich brauche, glaube ich, bei beiden brauche ich irgendwie fleißige Helfer, die mich ein bisschen unterstützen. Ich habe zwar immer so ein bisschen drauf verzichtet, beziehungsweise das versucht immer so ein bisschen zu unterbinden, dass ich fremde Hilfe annehme, weil ich immer denke, hey, ich kriege das alleine hin, aber ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch irgendwie eure Hilfe brauche. Also ich nehme zwar eure Hilfe die ganze Zeit in Anspruch, indem ich euch Fragen stelle und ihr kommentiert, aber jetzt brauche ich die auch wirklich so, dass ich euch mal anfassen kann oder ihr mich. Genau, das steht so an. Das heißt, es werden noch ein paar Videos hier folgen, etwas ältere. Und ich werde rumzwitschen zur neuen Werkstatt und euch dort viele, viele neue Sachen zeigen, viele Ideen, die ich habe. Wir haben auch eine Freifläche vorne, eine etwas größere. Das heißt, wir können auch mal Outdoor-Projekte starten. Wir können alles machen. Wir können ein Haus bauen, wir können ein Boot bauen, wir können, ich habe keine Ahnung was. Steht uns alles offen und es gibt noch, wenn sich eine Tür öffnet, öffnet sich ja irgendwie die nächste. Oder wenn eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Und bei der neuen Werkstatt ist es nämlich so, da hat sich jetzt hier diese Tür, nehmen wir mal an, hat sich geschlossen. Und in der neuen Werkstatt haben sich 2 Türen geöffnet. Und was das für 2 Türen sind, zeige ich euch dann. Und ja, ich freue mich einfach. Ne? Ich möchte mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr am Ball geblieben seid. Weil ich hatte ja vor ein paar Wochen mein Video veröffentlicht gehabt, dass ich erstmal eine Pause machen werde. Und ja, wie es so ist, kaum hatte ich dieses Video irgendwie veröffentlicht, ich glaube 3 Tage später, war es so, dass ich dann mir die Werkstatt angeguckt habe und zack, bekommen habe. Es ging echt richtig schnell und ich freue mich mega darauf und ich freue mich noch mehr, um euch die neue Werkstatt zu zeigen. Ja, und wie könnt ihr uns jetzt unterstützen? Indem ihr, weiß ich nicht, es gibt... Wie soll ich das sagen? Genau, es gibt unten eine Amazon-Wunschliste. Da habe ich schon so ein paar Sachen reingepackt, die ich gut gebrauchen könnte. Für den Umzug, für die neue Werkstatt und so weiter und so fort. Die Amazon-Wunschliste ist eine Liste, die ich erstellt habe auf Amazon. Da sind Produkte drin und die kannst du beispielsweise kaufen. Die bezahlst du dann auch und ich kriege deine Adresse nicht mit, du meine nicht. Aber meine Adresse ist dort hinterlegt. Das heißt, das Produkt, was ich mir ausgesucht habe, wird dann zu mir versendet. Und ich zeige das dann auch meistens immer in die Kamera und du kannst dann, glaube ich, nochmal 1, 2 Texte dazu oder Sätze dazu schreiben und meistens, wenn es erwünscht ist, sage ich dann auch den Namen. So könnt ihr uns unterstützen. Das führe ich schon seit Jahren so, weil es gibt ganz oft Zuschauer, die wir geholfen haben mit beispielsweise einem Fenster, Einstellvideo oder wenn wir jetzt gezeigt haben, wie man eine Haustür einbaut. Die haben natürlich Geld gespart, weil sie es selber gemacht haben und die wollten uns damit
eine kleine Danksagung geben. Und darauf verweise ich immer ganz, ganz gerne auf diese Amazon-Wunschliste. Genau. Ansonsten kann ich dir einfach nur empfehlen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren und aktiviere die Glocke. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Ganz, ganz wichtig. Und folg uns auf Instagram oder auf Facebook. Da werde ich nämlich auch viele, viele Stories machen mit dem Handy und euch versuchen, dort komplett mitzunehmen, weil ich will das Ding mit euch gemeinsam aufbauen. Ich will mit euch ganz, ganz viele Sachen besprechen, Ideen besprechen und. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Zeit. Und jetzt können wir richtig loslegen, denn ich habe jetzt die Räumlichkeiten. Ich bin jetzt direkt vor Ort. So, jetzt bleibt mir die Sprache weg. Ich bin direkt vor Ort und mehr brauche ich nicht. Ne? Ich brauche euch, ich brauche eine Kamera, ich brauche mich und die Ideen habe ich. Und auf geht's. Ich freue mich auf euch und ich sage einfach nur danke, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt und mich hoffentlich weiter begleitet. Ich kann es euch nur raten. Ich glaube, das wird eine richtig, oder ich weiß es, das wird eine richtig, richtig geile Zeit. So, bis zum nächsten Video in der neuen Werkstatt. Ah, oh, scheiße. Ja, es ist definitiv zu eng hier.